Wie ist das Gehirn eigentlich aufgebaut? Und welche Funktionen haben die verschiedenen Bereiche im Gehirn? Darum geht es in diesem Video. Eins vorneweg, das Gehirn ist ziemlich kompliziert. Und so richtig verstanden haben wir es bis heute noch nicht. Aber wir wissen schon einige wichtige Dinge über das Gehirn. Schauen wir uns deswegen mal an, was wir denn bereits wissen. Hier haben wir ein Gehirn, das der Länge nach durchgeschnitten ist. Hier können wir den groben Aufbau sehen. Der ist je nachdem, wo man nachschaut, auch ein bisschen anders beschrieben. Im Grunde besteht er aber aus dem Kleinhirn, dem Hirnstamm, dem Zwischenhirn und dem Großhirn. Diese Bereiche haben wir mit allen Säugetieren gemein. Das Kleinhirn ist für Bewegungskoordination verantwortlich und das ist sehr dicht bepackt. Wenn man das anfassen würde, würde man merken, dass es sehr viel härter ist als der Rest vom Gehirn. Im Hirnstamm und im Zwischenhirn finden sehr viele automatisch ablaufende, lebenswichtige Funktionen statt. Das sind im Hirnstamm zum Beispiel der Schluckreflex oder der Brechreiz. Im Zwischenhirn finden sich dann komplexere Mechanismen, wie zum Beispiel die Hormonregulation oder die Steuerung des Schlaf-Wach-Zustands. Hier befinden sich sehr viele bekannte Hirnregionen, allerdings würde es den Rahmen sprengen, die alle durchzugehen. Aber damit die nicht unerwähnt bleiben, Regionen, von denen man vielleicht schon mal gehört hat, die sich dort befinden, sind der Hypothalamus, der Thalamus oder die Basalganglien. Basalganglien. Was wir uns aber heute genauer anschauen wollen, ist das Großhirn. Vergleicht man das mit einem Rattenhirn, sehen wir, dass hier der größte Unterschied stattfindet. Was hier deutlich anders aussieht, ist der Cortex, also die Großhirnrinde. Aber warum denn nur die Großhirnrinde? Um das zu verstehen, schneiden wir das Großhirn mal der Breite nach auf. Was sehen wir? Zum einen Teile des Zwischenhirns und des limbischen Systems, in diesem Fall die Amygdala. Das limbische System umfasst Gehirnregionen in der Großhirnrinde und im Zwischenhirn, die besonders eng miteinander zusammenarbeiten. Früher hat man gedacht, dass hier die Emotionen zustande kommen. Mittlerweile weiß man, dass es doch nicht ganz so einfach ist. Das ist aber ein anderes Thema. Wo befindet sich denn die Großhirnrinde? Richtig, der dunkle Bereich außenrum ist der Cortex. Dieser Bereich ist im realen Gehirn tatsächlich auch dunkler, deswegen bezeichnet man die Zellen da drin auch als graue Substanz. Das sind auch eure grauen Zellen, von denen man immer wieder hört. Wie nennt sich denn dann der helle Teil des Gehirns? Richtig, weiße Substanz. Die Zellen hier haben hauptsächlich bloß die Aufgabe, Informationen von einem Ort zum anderen zu schicken. Die weiße Substanz verbindet sozusagen verschiedene Bereiche des Cortex. Da sehen wir, dass es bei den Balken besonders abgeht. Dieser Balken verbindet die rechte mit der linken Hirnhemisphäre. Da passieren super witzige und interessante Sachen, wenn man den einfach durchschneidet und die Hirnhemisphären nicht mehr miteinander kommunizieren können. Aber das Thema für ein anderes Video. Schauen wir uns also mal den Cortex genauer an. Hier wird's nämlich interessant. Der Cortex, verantwortlich für die Intelligenz des Menschen. Durch seine vielen Windungen macht er den Menschen zum intelligentesten Lebewesen unseres Planeten. Naja, dachte man zumindest lange. Dann, das macht doch vollkommen Sinn, wenn man sich andere Säugetiergehirne anschaut. Je intelligenter das Tier, desto größer ist das Gehirn und desto mehr Windungen hat der Cortex. Bis man den Delfin sieht. Im Vergleich zu dem sieht unser Gehirn ja richtig mickrig aus. Aber Delfine haben keine Zivilisation und keinen Computer entwickelt. Schauen wir uns deswegen mal unser menschliches Gehirn an. Der Cortex kann in vier große Bereiche oder Lappen eingeteilt werden. Das sind der Frontallappen, der Parietallappen, der Okzipitallappen und der Temporallappen. Schauen wir uns zuallererst den Frontallappen an. Hier befindet sich der präfrontale Cortex. Der spielt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen und logischem Denken. Er hat sehr viele Verbindungen zu subkortikalen Strukturen, also Strukturen unter dem Cortex, wie zum Beispiel dem vorher angesprochenen limbischen System oder Bereichen im Zwischenhirn. Außerdem bekommt er Informationen von so ziemlich jedem Bereich im ganzen Gehirn. Das braucht er auch, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Deswegen wird oft diskutiert, ob dort vielleicht sogar der Sitz unseres Bewusstseins ist. Über dem präfrontalen Cortex, noch im Frontallappen, befindet sich der motorische Cortex. Der steuert die willentlichen Bewegungen. Im präfrontalen Cortex entscheide ich mich also für eine Bewegung, im motorischen wird er umgesetzt. Direkt gegenüber vom motorischen Cortex fängt der Parietallappen an und dort finden wir den somatosensorischen Cortex. Soma bedeutet Körper, sensorisch ist fühlen, wahrnehmen, also Körperwahrnehmung. Körperliche Informationen wie zum Beispiel das Fühlen werden hier verarbeitet. Dabei hat jeder Körperteil seinen eigenen Bereich im Cortex. Hier sehen wir einen Homunculus, also ein kleines Menschlein, das uns anzeigt, wo welcher Körperteil verarbeitet wird. Dabei sind Körperteile, die nahe beieinander liegen, natürlich auch im Gehirn näher beieinander. Besonders viel Platz haben wir für das Gesicht, denn da haben wir sehr viele Nervenenden und brauchen deswegen auch mehr Platz im Gehirn zum Verarbeiten. Drück gerne Pause und schau es dir genauer an, wenn es dich interessiert. Hier haben wir nochmal einen Homunculus, der uns anzeigt,
anzeigt, wie groß die jeweiligen Körperteile im Gehirn repräsentiert sind. Dahinter, also posterior, wie wir Psychologen sagen würden, befindet sich der posteriore Parietallappen. Hier findet unsere Raumwahrnehmung statt. Das heißt, dieser Bereich sagt mir, selbst wenn ich die Augen schließe, wo ich mich im Raum befinde. Und dabei nicht nur das Zimmer um mich rum, sondern der weiß auch, wo der nächste Supermarkt ist. Oder wo Norden ist. Oder wo ich zumindest glaube, dass Norden ist. Kommen wir zum Okzipitallappen. Dafür, dass er so einen komplexen Namen hat, hat er eigentlich nur eine Funktion. Und zwar die visuelle Wahrnehmung. Ja, ihr habt richtig gehört, die visuelle Wahrnehmung. Denn obwohl die Augen sich hier vorne befinden, schicken die Information einmal quer durchs Hirn direkt in die primäre Sehrinde im Okzipitallappen. Die primäre Sehrinde ist relativ klein. Hier kommen die Informationen an und werden auf einer tiefsten Ebene verarbeitet. Da Sehen aber eine sehr, sehr komplexe Sache ist und wir aus diesen verschiedenen Informationen, die wir bekommen, Sinn machen müssen, braucht die visuelle Wahrnehmung verschiedene Bereiche, die unterschiedliche Aufgaben haben. So haben wir zum Beispiel das visuelle Areal V4, das für Formen und Farben verantwortlich ist. Ein anderes Areal wäre zum Beispiel das Gesichts- und Objekterkennungsareal. Ja, wir haben sogar ein eigenes Areal, das nur dafür verantwortlich ist, bestimmte Gesichter zu erkennen. Tatsächlich ist dieses Areal so spezifisch, dass es sehr wahrscheinlich Neuronen gibt, deren einzige Aufgabe ist, das Gesicht deiner Oma zu erkennen. Solche superspezifischen Neuronen im Gehirn nennen wir deswegen auch Großmutterneuronen. Je höher die Verarbeitung der visuellen Information ist, desto weiter ist dieses Areal auch von der primären Sehrinde weg. Die Gesichtserkennung ist eine so hohe Ebene, dass sich dieses Areal bereits bis in den Temporallappen erstreckt. Was passiert also im Temporallappen? Naja, Gesichtserkennung hängt ja irgendwie mit Gedächtnis zusammen, oder? Genau das befindet sich im Temporallappen. Genauer im Hippocampus. Der befindet sich auf der unteren Innenseite des Temporallappens. Naja, um wirklich genau zu sein, ist das ganze Gedächtnis nicht im Hippocampus gespeichert, sondern er spielt eine sehr wichtige Rolle im Kurzzeitgedächtnis, beziehungsweise um die erlernten Informationen ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Auf der Oberseite finden wir den auditorischen Kortex. Was der wohl kann? Richtig, hier findet die auditive Wahrnehmung statt, also das Hören und Verstehen. Rechts und links davon sehen wir das Broca- und das Wernicke-Areal. Beide Areale haben etwas mit Sprache zu tun. Jetzt habe ich eine kleine Frage an euch. Könnt ihr erraten, welcher Teil für Sprachverständnis, also verstehe ich, was er sagt, und welcher Teil für Sprachproduktion, also die Möglichkeit, überhaupt zu sprechen, verantwortlich ist? Drück auf Pause und schreib gerne in die Kommentare, was du denn denkst. Sonst gibt's jetzt die Auflösung. Das Broca-Areal ist für Sprachproduktion verantwortlich. Das macht auch vollkommen Sinn, denn das befindet sich im motorischen Kortex. Also ihr erinnert euch, Bewegung, Sprachproduktion, macht Sinn, oder? Das Wernicke-Areal ist für Sprachverständnis verantwortlich. Das befindet sich bei den Wahrnehmungsregionen. Dabei lässt sich doch ein Muster erkennen, oder? Informationen, die von außen kommen, also die Wahrnehmung zum Beispiel, findet im hinteren Teil des Kortex statt. Die bewusste Kontrolle von innen findet im vorderen Teil statt. In der Mitte des Gehirns treffen sie sich dann. Das Gehirn ist doch ziemlich logisch aufgebaut, oder? Ihr seht also, wir wissen bereits einiges über das Gehirn. Allerdings ist es auch so, dass je mehr wir über das Gehirn wissen, desto mehr Fragen kommen auch auf. Und wir sind noch weit davon entfernt, das Gehirn als Ganzes zu verstehen. Falls ihr euch noch für die anderen Gehirnbereiche interessiert, also die im Zwischenhirn oder im Hirnstamm, dann schreibt das gerne in die Kommentare, vielleicht mache ich dann auch nochmal ein Video dazu. Wenn ihr jetzt aber noch mehr rund um das Thema Psychologie wissen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also hier. Oder auf meinem Kanal. Kannst dir aussuchen.